So, ich habe Holzbretter, Nägel, Seile, was halt wirklich das Gute ist beim Looten. Du bekommst Sachen halt schon fertig teilweise. Du musst das nicht erst herstellen. Wollen wir dann hier in das Haus auch noch reinschauen? Ja. Aber da kann es abgehen, das sage ich dir gleich. Ich habe jetzt einen Baseballschläger. Mich kann Ja. nichts überraschen. Mich kann nichts überraschen. Ich habe jetzt mal was gegessen. Ich lass dich vor. Sind jetzt viele. Ja, das Oh. sag ich doch. Warte mal, kann ich. Ja, du haust halt auch gleichzeitig auf das Holz ein und so weiter. Dann sammel mal. Das ging aber fixer. Du kannst im Grunde halt auch solche Häuser hier übernehmen, ne? Wobei, wie gesagt, ich habe festgestellt, das ist nicht das Wahre. Oh, Servus, da ist ja noch jemand. Oh, Entschuldigung, ich habe da, Oh, da ist ein Gewehr. Oh, ist das cool. Das ist meins. Meins? Ja, nimmst du? Finger weg! Die schauen aber auch so lustig aus irgendwie. So. Ich habe tatsächlich ein Gewehr. Cool, ich habe einen Katana, aber ich kann es nicht mehr nehmen. Ich bin voll. Wie kann ich Dann denn soll ich. was? Wie, ja, aber wie kann ich denn was wegschmeißen? Einfach aus der Tasche rausziehen. Du machst das Inventar raus, auf Ah, und okay, schmeißt ja. es raus. Da ist nämlich Aber noch ein Baseballschläger drin. wenn du Hast eh du? was. Ist da noch einer drin? Ja, aber. Hä? Hast du das Katana jetzt genommen? Nein, das Katana ist noch drin. Brauchen wir Leaves? Blätter? Ja, weil da können wir später Forschungsmaterial herstellen. Okay, Ist halt was? einfach irgendwas. Ist halt ein Apfel oder. Tatsächlich, ja. Es gibt auch brauner Pilz zum Beispiel, wenn du den drin hast, die Ja, ich kannst du dir hab's. reinschieben. Ich hab's. Schieb dir doch mal einen braunen Pilz rein, Mensch! Jetzt habe ich aber den. Warte, ich lege hier meinen Baseballschläger hin. So. Hast du mir hingelegt? Ja. Ui, da liegt er. Ah, schön. Ich lieb dieses Ding. Damit hat es echt Spaß gemacht. Und wenn du dir das Ganze noch dann hochpimpst. Ups, Au! Entschuldigung. Das Das Ding war ist jetzt scharf. wirklich keine Absicht. Das war wirklich keine Absicht. Ich weiß, es passiert aber auch ruckzuck, wenn du hier im Haus. Ups. Habe ich jetzt die Tür repariert? Ja, wahrscheinlich. Jetzt machst du sie gleich wieder kaputt. Baue ich die jetzt dann ab oder? Nee, nicht, Ja, oder? du zerstörst sie halt. Ach Du so. kannst, es gibt ein Werkzeug, das nennt sich Hammer. Und damit kann man auch Sachen abbauen. Genau. Jetzt stehen wir da mit unserem Talent. Ich probiere Na, mal ich meinen. bin bloß am im Menü, bin ich am rumswitchen. Du kannst natürlich auch hier, das siehst du dann, wenn du das Baumenü verwendest, du kannst es höher oder niedriger oder sowas machen. Die Plattformen. Du kannst dir also richtige Stufen auch reinbauen. Ach, du bist schon wieder am Pullen, ja? Ja. Hallo, ich habe jetzt einen richtig schönen Zahnstocher hier, mit dem ich hier. Mit dem es Spaß macht, ne? Ja, es hört sich vor allen Dingen irgendwie richtig lustig an, wenn der da so durchgeht. So, ich weiß nicht, was ich da mache. Ich mache einfach mal. So, oh, das war eh das letzte Fundament. So. Dann ist jetzt die Frage, kann ich denn. So, ich würde gerne das Ganze so ein bisschen in die Ecken setzen. Hier auch Wände dazwischen machen, dass die. Das ist jetzt echt total blöd, ich kann es nicht beschreiben. Hier würde ich gerne eine Wand hinsetzen an der Stelle. Ja? Dann mach doch.
dass du quasi einen Weg, dass wir einen Weg bauen, der hier vorläuft. Und dass wir das mit unseren Werkzeugen und so weiter und die Fertigungstische quasi hier komplett separiert haben. Dass Brauchst im du irgendwelches Grunde das, Material von mir? das kann. Ja? Brauchst du Material von mir? Weiß ich nicht, warte mal. Ich tu mal, ich habe jetzt den Ausrüstungsfertigungstisch. Ich würde gerne Materialverarbeitung, da bräuchte ich Baumstämme noch. Ja, natürlich. Baumstämme, ganz viele Baumstämme brauche ich. Take all. Danke, das reicht. Ich denke, das reicht. Warte mal, dann können wir nämlich hier. So, das wird ein bisschen größer, wenn es dann ausgebaut ist. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt halt wirklich so gut ist oder keine Sehen wir Ahnung. doch dann. Oh, mir fehlt tatsächlich. Ach nee, ein Holz fehlt mir. Ja, ich werde auch immer noch ein paar Bäume fällen. Zum Ich Glück denke gibt es mal, hier zu einen zweit sind Wald. wir da ziemlich schnell dann auch, oder? Ja, ich denke auch. Ich meine, im Endeffekt machen wir die doppelte Arbeit in der halben Zeit. Ja. Ups. Wenn ich nicht ungefähr einen Kilometer vom Baum weg stehe und ich dann den nicht treffe, dann geht es schnell, ja? Oder noch zu nah dran. Wie gesagt, auch jeden Busch mitnehmen, weil die Äste und sowas, die sind echt wichtig. Wir brauchen jetzt halt auch die Fun. Ich habe eine Aufgabe, eine Fellaxt herstellen. Was ist Die das Aufgabe Tutorial wichtig, quasi? oder? Was ist das Tutorial quasi? Warte mal. Ich glaube, zum Büsche wegmachen ist sogar der Baseballschläger besser. Weil da braucht man nur zwei Schläge und mit dem Messer, da haust du, glaube ich, drei oder viermal zu. Ja, mit dem Schwert geht das auch ziemlich schnell. Oh, das denke ich mir. Wir haben halt jetzt seit 18 Uhr. Und du kannst dich an manchen Fallen kannst du dich selber verletzen. Zum Okay. Beispiel diese, diese Kreuze, die man aufstellen kann mit den Spitzen. Da kannst du dich selber dran pieksen. Aber die sind halt sehr gut, weil ich habe jetzt irgendwas gelesen in dem Kommentar, die haben das anscheinend so gepatcht, dass das im Grunde sowas wie ein Magnet ist für die Zombies. Also die laufen da zuerst hin und versuchen das Zeug zu zerstören. Aber durch das, dass die hier hinlaufen, laufen die auch mitten rein. Ja. Aber du wirst noch sehen, wie viel Spaß wir haben werden mit den Fallen. Da gibt's Schredder, da gibt's Stampfer, die von oben den Zombie zerstampfen können. Ja, Okay. ist recht lustig. Schießpulver ist auch gut, weil dann kann ich Munition herstellen. Ich bin mir sicher, dass wenn wir in die Stadt gehen, dass wir auch relativ schnell, wenn wir die Häuser looten, nochmal Waffen finden. Also ich habe in dem einen Spiel, wo ich gemacht habe ich keine Ahnung, innerhalb von kürzester Zeit 4 oder 5 Gewehre gehabt. Dann habe ich die aber auch nicht liegen lassen, weil ich nämlich Angst hatte, dass ich die für irgendwas brauchen könnte. Weißt du schon, Ja. dass du dann so eine Fallenmaschine oder irgendwas bauen kannst? So eine Wusste direkt. Selbstschussanlage. Ja, sowas. Es gibt ja Selbstschussanlagen. Das sind so Bolzenschießer. Dann machst du dann im Grunde so, ja, so Balliste, Bolzen oder sowas. Und die fetzen halt richtig rein, ne? Also die zerfetzen auch die Zombies, wenn die drei, viermal getroffen sind. Da Jawohl. bleibt nichts übrig. Ich werde jetzt aber ganz kurz noch Fallen herstellen.
Animal, kleine Tierfälle, Bild. Samen unbedingt aufheben. Ja. Weil wir brauchen die nicht nur, um Fallen zu bauen, sondern eben auch, um die Fallen wieder nachzuladen. Ich mache einfach mal 5 Stück jetzt daher. Mittelgroße kann ich leider nicht herstellen, weil da fehlt mir Fleisch, Zahnrad und Samen. So. Ich stelle die natürlich nicht sehr nah an die Base, schon ein Stück weg, aber ich denke mal, von der Entfernung war das bis jetzt immer ganz gut. Ach, da hinten bist du. Bist noch ein bisschen am Holz fällen. Gibt's da auch Kisten? Weil ich bin Kisten, nämlich schon ja, ziemlich Kisten voll. definitiv gibt's. Ich schau mal, ob ich die. Na, ich brauche ja noch. Warte mal, kann ich das Ding jetzt herstellen? Ja, ich kann die Werkbank noch nicht herstellen. Da fehlt mir immer noch ein Holz. Warte mal, kann ich mir das Holz nicht da herstellen hier? Doch, natürlich kann ich ja hier herstellen. Oh Gott. Okay, dann baue ich den letzten Tisch nämlich auch noch. Hier liegt ziemlich viel Holz rum, ich kann es nicht mehr nehmen. Ja, das bleibt ja liegen. Das ist, die spawnt ja nicht. Warte mal. Dann mache ich noch mal einen Floor. Also gesagt, ich mache gleich noch 3. Ich bin mal gespannt, wie das alles klappt. Juhu. Oha, wie viele Fallen hast du da hingestellt? Wie was? 5? Wir brauchen einiges an Zeug, wenn wir die Sachen aufrüsten wollen. Wir brauchen für die erste Stufe brauchen wir Kaninchenpelz. Kaninchenknochen. Und von daher denke ich mir, dann stelle ich halt die 5 Fallen da auf. Die kosten ja fast nichts an Material. Was wollte ich denn jetzt machen? Du bringst mich da, Cooking. Dann stelle ich nämlich den Küchentisch auch gleich daher. Dann können wir nämlich auch schon die ersten Sachen rausbraten. Gekochtes Ei kann ich machen. Ja, super. Zweimal, bitte. Du siehst, wir können auch die Tische upgraden. Ja, Aber wir können auch dazu. die Waffen und alles aufwerten. Ja, genau. Genau, das ist es. Stacheldrahtzaun, da brauche ich bearbeitete Baumstämme. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr verwirrt, sehr durcheinander bei diesen Tischen, weil du halt 3 unterschiedliche Tische hast, wobei ich jetzt mittlerweile das natürlich so einigermaßen drin habe. ja. Wie gesagt, lauf nicht in diese Fallen rein. In die? Ja, weil die tun Okay. auch weh. Die tun dir auch weh, meine ich. Ich bin ja gespannt. Was? Na, wie das wird und ob's was wird. Obst, was wird? Obst? Obst, was wird? Ob's was wird, ja. Oh, verdammt, was fehlt mir? Seile. Seile, ups. Ach, du bist am Ja, Machen. ich würde dir das dann halt wieder hinschmeißen. Hinschmeißen. So, Seile. Mal 10. So, dann gucke ich jetzt mal. Was brauche ich da noch? Ach ja, die Fallenmaschine, stimmt ja. Dann kann ich das upgraden hier. Plastik, Holzbretter, Ziegel. Ja, ich muss den Forschungstisch bauen. Das ist wichtig.
Ah, und da brauche ich zwei Holz. Ich schmeiße es dir wieder hin. So ein paar Sachen. Nein, ich muss hier herstellen. Danke. Hä? Warum konnte ich das jetzt? Danke dir. Ach so, mein Inventory ist auch voll. Dann warte mal. Kann ich irgendwas? Ah, den Pilz esse ich mal. Das müsste das Holz sein, oder? Warum kann ich das nicht nehmen, Ziffix? Warte mal. Utility, Lagerkiste, Build. Wo stellen wir die Lagerkiste? Also gut, wenn ich jetzt da natürlich eine Wand hermachen will, dann ist es natürlich gut, wenn wir die daneben bauen oder so. Soll ich Nägel herstellen? Das kannst du machen. Oh, Schlafsack. Schlafsäcke als Spawnpunkt. Warte mal, ich schaue, dass ich gleich noch einen herstelle. Oh, verdammt. Nimm doch mal deine Latte da weg. Ich wollte nur einen zweiten Schlafsack noch herstellen. Oh, da ist Weil eine dann. Kiste. Ist ja cool. Ja. Was tue ich da jetzt rein? Schau mal, du müsstest eigentlich die eine Matratze recorden können, wenn du mit F drauf gehst. Also ich würde jetzt ja die nehmen, wo ich drauf stehe. Okay, ja. Und das Habe ist dann ich. qu quasi Also die der. obere habe ich mir geholt. Die bei der Kiste, ne? Ja. Genau. Ich denke mal, dass jeder braucht. So. Oh, ich muss mir mal kurz was einen Schluck zu trinken holen. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Ja, kannst du ja. Denke ich mal. So, jetzt warte mal, Holz. Ich mache jetzt gleich einmal 30. Ich hoffe, das geht. Nein, Inventory ist full. Dann schauen wir mal, was ich in die Kiste mit reinpacken kann. Kann ich die gleich upgraden? Ist die nächste Frage. Nein, weil ich zwei Nägel noch brauche. Das ist seit langem eigentlich mal wieder eine Aufnahme, die wir machen, ne? Sonst Ja. war es ja immer live. Sonst war es immer live, ja. Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis ich in dem Game drin bin. Ich kann. Ja, das ist auch nicht von jetzt auf gleich auf jeden Fall. Auch stimmt, ich kann was essen. Dann habe ich nämlich auch schon wieder Platz. Dann Ja, kann wollen ich wir dann schneiden. vielleicht da an den Leitplanken, da rechts neben den Leitplanken, wo da diese Betonsockel sind, wollen wir da vielleicht auch so Spikes hinstellen? Können wir So machen? Na klar, na klar. versetzt, so also einen Ja, weil wie. die laufen mir da entlang. Also von daher ist es schon cool, weil die Ja, dann aber immer wieder so versetzt, also reinlaufen. einen so, ne, so, Ja. also bündig dran und den nächsten dann versetzt hier so. So. Ja. Gerne. Gerne. Ich hab dir alle meine Alle meine Superlocks Entchen. gegeben. Und du brauchst einen einzigen Ölkanister, um 10 Benzin herzustellen. Ist das cool? Ja, ich hab Benzinkanister. Also ich hab drei Benzin. So drei so Dinger. Krasso. Wie lange dauert es eigentlich, bis da so eine Falle zugeht mit Viechern drin? Es kann schon ein bisschen dauern. Vielleicht habe ich sie auch wirklich zu nah hingestellt, aber normalerweise, wenn wir jetzt dann looten gehen, haben wir mit Sicherheit irgendwas drin. Ich kann auch mit dir noch ein bisschen Holz fällen. Hast du schon was in die Kiste? Ich habe nämlich die Kiste gleich abgegradet. Nee, habe ich nicht, noch nichts Ich rein, wollte weil ich nicht eigentlich. wusste, was ich reintun soll. Achso, ich wollte eigentlich schauen, dass ich noch Wände herstelle. Gerne mache ich natürlich die Wände mit den Fenstern, weil mir bringt es nichts, wenn ich nichts sehe. Ja, macht wenig Sinn, ja. Ja, ne?
Also ich weiß nicht, warum die geschlossenen Walls haben, aber gut, die können natürlich auch einfach durchhauen dann dementsprechend, aber man sieht halt besser, Ja gut, und man kann ne? durchschießen, oder? Ja, man kann durchschießen und das ist halt dann auch wieder das Gute, ne? So, ich bin natürlich wieder am falschen. Holz, genau, da wollte ich doch 20 Stück mal herstellen. Weil jetzt habe ich ja wieder Inventarplatz. Das hört sich irgendwie komisch an die Nacht. Gott, ich brauche Bretter. Holzbretter mache ich dann auch mal 20 Stück. Oh, das ist ein Strommast, den kann man nicht abbauen. Da brauche ich Nägel und eine Eisenplatte für die Wand mit Tür. Wird es mal noch richtig dunkel oder bleibt es so duster? Ich habe jetzt die Lampen dahergestellt. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Ne, ich bin ja ziemlich weit weg. Aber die Geräusche, die sind schon ein bisschen gruselig, ne? Ja. Was fehlt mir? Seile fehlen mir. Okay. Ist Dann irgendwie stelle ich. lustig. Das Schild zeigt nach oben Parking. Da oben kannst du parken bei uns. Jetzt gucken wir mal hier noch. Wall. Ach so. Oh, meine Güte. Ich wollte ja Seile herstellen. Oh, das geht eigentlich recht viel. Das ist cool. Das Material ist halt relativ schnell auch weg, ne? Ich hoffe, das passt hier so, wie ich es gebaut habe. Ich würde eine Wand mit Tür natürlich reinbauen. Da bräuchte ich jetzt allerdings noch eine Eisenplatte und Nägel. Boah, das Craften geht ja schnell. Ja, noch. Wie noch? Verdammt. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte. Ach ja, Utility, hier Forschungstisch. Zwei Nägel brauche ich noch. Und dann kann ich nämlich den Forschungstisch herstellen. So. Was interessant wäre, ist, ob wir. Warte mal, wenn ich da die Tür hin mache, dann könnte ich den Forschungstisch im Grunde da herstellen. Weil der wird ja nicht ausgebaut. Ich halte lieber ein bisschen Abstand hier. Das ist. So. Die Fallmaschine braucht Engineer Upgrade. Engineer. Research, das kostet nur 10 Punkte. Das da kostet 20. Yes! Yes! So. Ich sag ein Zahnrad. Ach, das kann ich doch. Da brauche ich Eisenbarren. Materialverarbeitungstisch. Halt, da. Ah, und das muss ich natürlich auch noch upgraden. Wie kann ich denn das eigentlich abbauen? Was denn? Die Spikes? Mit dem Hammer. Aber lass halt einfach sitzen, wie sie sitzen, das ist doch jetzt egal. Schau mal, wenn du an den Forschungstisch hier gehst, Ja. Ob du schon jetzt etwas freigeschalten hast. Weil ich habe jetzt Junior Engineer und Engineer zum Beispiel schon freigeschaltet, dass ich das Zahnrad und die Fallenmaschine machen kann. Ist das bei dir auch schon oder nicht?
Engineer, nee. Noch nicht, ne? Doch, doch, Junior Engineer, doch, das ist alles das, was weiß ist, oder? Was weiß hinterlegt ist, ne? Ja, doch, dann ist das für mich zugänglich, ja. Ah, cool, das ist cool. Das heißt, wir bilden uns gleichzeitig aus. So, das, was ich noch ausbilden würde gerne, das ist der Novice Porter, weil du dann nämlich mehr Material tragen kannst. Aber ich kann das Research, kann ich noch machen, da drauf. Nimm auf Novice Porter? Warte mal. Ich sehe es halt leider nicht, ne? Ich mache jetzt auch mal das Engineer. Was machst du? Ah, nee, jetzt, nee, ich muss es selber erlernen. Okay, du musst es selber lernen, okay. So, Forest Worker ist natürlich gut, um zusätzlichen Schaden an Bäumen plus 20% zu machen. Das heißt, man ist schneller mit Fällen, ist klar. Also im Moment kann ich nichts lernen. Food Researcher kann ich noch lernen. Ja, es wäre auf jeden Fall irgendwas gut, was... Combat? Nee. Gut. Also es sind noch zwei. Mir fehlen zwei Notizen fehlen mir. Ich brauche Eisenbarren. Hast du zufälligerweise Eisenbarren? Warte mal, dann gebe ich dir die Notizen. Ja, ich lege die Eisenbarren in die Kiste. Okay, und ich lege die Notizen in die Kiste. Wenn du die siehst. Mhm, ja, sehe ich. Cool. Brauchst du noch irgendwas? Nägel, Kupfer? Ne, warte mal, weil ich brauche... Rival Bullets, also ich habe schon... Zahnrad. Dann brauche ich Plastik, das kann ich herstellen. Und dann brauche ich noch einen Gummiring. Den kann ich auch herstellen. Gut, dann kann ich die Fallenmaschine herstellen. Jetzt ist dann die Frage... Kann ich schon ein Melee herstellen? Da bräuchte ich noch 3 Nägel und 3 Holzbretter. So, Holzbretter kann ich herstellen. Und die Nägel normalerweise auch. Yes, und dann hätten wir nämlich schon unsere erste Falle in der ersten Nacht. Ja, ist das geil, ey. Ja. Wo ist die? Warte. Da, wo du dich hier jetzt gerade hinstellst, stellst du ich nämlich hin. Macht die? So. Da kommen Stacheln aus dem Boden raus. Ah, okay. Ja, die tun weh. Zumindest nicht uns, zum Glück. Außer du stehst drauf und es läuft gerade ein Zombie drüber. Dann tut's auch dir weh. Ich wollte hier unten noch so ein kleines Weglabyrinth bauen. Ich hoffe, dass ich bekomme das noch hin. Weil wenn wir... einen guten Abstand haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Dann kommen wir nämlich immer noch dran vorbei, wenn wir jetzt da im Grunde so noch 2 Stück herstellen. Dann können wir immer noch schön dran vorbeilaufen. Mhm. Aber die Zombies sind einfach doof und die laufen da rein. Okay. Also denen wird es damit auch nicht leicht gemacht, hier die Treppen hochzukommen. Was soll ich jetzt noch lernen? Was hast du gemeint? Animal Hunter? Zombie Hunter, okay. Human ich war ein Forest Worker, achso, ein Novice Porter, weil du kannst dann mehr Sachen tragen. Du kannst dann 12 Inventarplätze hast du dann mehr. Was natürlich schon von Vorteil ist, ne? Ja. So. Habe ich eigentlich... Jetzt habe ich noch 17 so Forschungsdinge. So, ich schieße jetzt nicht auf dich. Oha, wo hast denn du die Wumme jetzt her? Die habe ich doch gefunden in dem einen... Ja, ich habe Rival Haus. Bullets. Ich kann mir... die Kiste. Kann ich mir... Da braucht man eben Kaninchenpelz und so weiter, dass man das upgraden kann. Ich
Und wir haben was in der Falle. Und es ist ein Kanickel. Cool. So, dann gleich wieder Reload. Und wenn wir dann die größeren Fallen aufstellen, die können wir ein bisschen weiter weg aufstellen. Dass wir Bären und sowas reinbekommen und Hirsch und bla. Wie das natürlich jetzt ist mit den Bären, ob die hier auch von den Waffen und so weiter erledigt werden, das kann ich dir nicht sagen. Falle mit Köder, was ist das? Ah, es steht immer bei der Falle mit dabei, was ausgelöst werden kann. Zum Beispiel gibt es diese Knöchelfalle, steht dann dabei, kann durch den Spieler ausgelöst werden. Oder auch die Mine oder so. Ist klar. Also wenn du Minen legst, dann musst du wissen, wo. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Wäre gut, ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt 23 Stunden, Hauer, 23, 3, was auch immer. 23 bedeutet. Uhr. Ach so. Ich sag halt 23 Uhr. Ja. Das heißt, ich kann mir noch mal schnell die Axt schnappen und vielleicht noch ein oder zwei Hölzerchen holen. Du kriegst auch Fallschaden, gell? Nur so mal zur Info. Es fängt auf jeden Fall eine Musik an zu spielen, wenn die Welle kommt. Ich weiß nicht, ob du oben bei dir bei dem Ausdauer und Gesundheit und so weiter, ob das bei dir auch schon gestrichelt ist. Ja. Ja, also das bekommst du wirklich nur entweder durch gekochtes Essen hin, sowas wie Kaninchenfleisch oder irgendein anderes Fleisch oder mit diesen Energieriegeln. Die Energieriegel sind halt richtig geil, weil die füllen mehr als die Hälfte deiner Gesundheit auf. Okay, ja, ich bin jetzt Leben und, also Kreuz, Herz und Bizeps bin ich jetzt komplett voll. Das ist gut. So, ich komme jetzt auf einen Baum, dann komme ich zurück. Oh Gott. Ah, das habe ich bei mir zum Beispiel auf dem Game gar nicht gemacht mit den Feuern. Und das ist aber so geil, weil du halt dann so viel mehr siehst, ne? Man braucht halt einen Eisenbarren dazu, ist das Problem. Habe ich doch einen. Ja, also für die Feuer meine ich jetzt halt, wenn du Fackeln oder so hinstellen willst. Achso. Warte mal, ich brauche Holz. Achso, ne, die habe ich ja rein in die Kiste. Holzbretter. Quatsch, ich gehe schon wieder ins Falsche. Warum nur? Warum immer ich? So, ich denke, die erste Welle kommt jetzt jede Sekunde. Sollen sie kommen? Yes, wir sind bereit. Ah, du hast Katana? Hm. Meiner schaut voll grimmig. Echt? Hm. Ach Mensch, was brauche ich denn noch? Ich brauche immer noch die Eisenplatte und 5 Nägel. Also Nägel ist kein Problem, die kann ich herstellen, aber die Eisenplatte... Oh ne, ich kann nur 4 Nägel herstellen. Und die Eisenplatte, die muss ich wahrscheinlich freischalten. Oder hast du zufälligerweise eine? Ja, 7 Stück in der Kiste. Oh cool. Man kann leider nicht einzeln rausnehmen, ist das Problem. Da liegt hast du auch noch Falle einen Nagel? Da ist eine Falle umgefallen. Was? Hinten liegt eine Falle. Ah, dann ist... Au! Scheiße! Warum läufst du da rein? Wave. Oh, da startet irgendwas. Ja, die Wave kommt jetzt. Yes, yes, yes. Cool. Jetzt geht's los. So, warte mal. Ich wollte doch hier noch was bauen. Ich wollte eigentlich hier noch eine schöne Tür reinbauen, Mensch. Und jetzt kann ich das nicht, weil ich keine Nägel habe.
sehe da fein nix. Kommen die wirklich? Ja, die kommen. Das dauert einfach nur eine Zeit lang. Du weißt ja nicht, wo die respawnen. Hm. Hast du jetzt zufälligerweise noch einen Nagel? Ja. Liegt in der Kiste. Oh. Hast du zufälligerweise noch ein Seil? Ich habe schon wieder alles verbaut hier. Was? Seil, ja. Bein, oder ist das? Seil. Keine Ahnung, wie das ausschauen soll. Ein Seil? Du kannst mir auch Stofffetzen, Stofflumpen geben, das geht auch. Okay. Ui, was ist denn da los? Ja, die laufen in die Falle rein. Alter! Du mit deinem Katana, das ist voll heftig. Echt? Ja. Die sind doof. Wir brauchen zwei so Platten, dann sind sie hin. Ja. Ja, es fehlt halt bloß noch Material, ne? Um das Ganze zu bauen. Aber ich halte mich auf jeden Fall von dir fern, weil du killst mich. Ja, wenn Entschuldigung, aber das macht Spaß. Also ich lasse halt hauptsächlich die Maschinen machen, weil dafür haben wir ja die Fallen. Wenn du da stehst, gehen sie nicht auf die Maschine. Oh, stimmt. Oha, die Fallen muss man ja reloaden. Ja, aber das macht ja nichts. Das geht ja recht schnell, glaube ich. Wie gesagt, die erste Welle, die ist noch im Grunde recht easy. Und du siehst, die laufen ja hier sowieso. Oh, runter von dem Ding. Geh doch mal weg von mir. Au. Das Ding haut aber auch ganz schön rein, ne? Ja, eben. Aber Reload, das geht ja wirklich schnell und deswegen meine ich eben, am besten ist die Äste und so weiter aufheben. Und wenn du dann die Selbstschussanlagen und so weiter hast mit den Bolzen, das ist halt dann richtig cool. Weil dann brauchst du deine Munition im Grunde so gut wie gar nicht. Du gehst sogar runter. Na gut, das machst du jetzt noch. Servus, komm rein. Ich hab Kuchen gemacht. Der Kaffee ist auch schon warm. Die ignorieren mich halt komplett, ne? Oh, nee, noch. Die kommen alle von der Straße dort oben, ne? Mhm. Müssen wir da mal so ein paar Spikes hinstellen, schon mal. Ja. Soll das auch treffen, ne? Ja. Ich weiß. Aber auf die Entfernung ist es. Und ich war so nah dran. Musste ich duschen gehen? Mhm. Aber ich habe eh nicht mehr viel Munition. Ich heb mir das jetzt mal lieber auf. Naja, du kümmerst dich da schon.
Ich schau mal, ob ich jetzt die Tür bauen kann. Nee, kann ich immer noch nicht. Mir fehlt immer noch das Seil, aber du hast mehr Stoffe reingelegt, glaube ich, ne? Mhm. Das, nee, Stoff kann ich herstellen, genau. Zack, und dann kann ich nämlich auch Seile herstellen. Zack. Und dann kann ich auch die Tür setzen. Wall, und mit Tür, Build. Ah, ich denke, in die Richtung passt. Oh, jetzt kommen aber ein paar mehr. Ja. Autsch, au, ah. Bist du wieder... Nee, du killst mich gleich. Nee, ich bin... billiger. Dafür wird er alles alleine machen. Meine Güte. Aber du hast ja deinen Respawn-Punkt da. Also ja. Von daher. Ach, guck mal, da liegt ein Päckchen vor der Tür. Was ist denn da wohl drin? Der Weihnachtsmann war da. Aber die Musik ist aus. Geht die nach innen auf? Ah, ja. Ja, jetzt erstmal hier sauber machen. Ey, schau mal, das ganze Hirn, das Blut und so weiter, wie das hier dran klebt. Wir können uns eigentlich schöne rosa Vorhängchen hierher hängen. Ja, genau. Wir müssen da noch eine zweite Platte hinlegen. Oh, Mann. Okay, machen wir Fini für heute. Dann sage ich jetzt mal schön Tschüss zu allen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und sorry für den Zwischen-Cuts, die es hier gegeben hat. Und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch mit dabei. Danke, Sandman. Bitteschön. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.